The Moon Pirates. Vergiss mein Nichts. So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Don't Forget Me. Vergiss mein Nicht. So, SD. Nö, wer ist denn? Okay. Also, und Space Interact. So, wir fangen an. Wir schauen uns mal die Options an, die es da so gibt. Fullscreen habe ich schon. Da kann man hier sagen Return. Dann würde ich sagen, einfach, wir fangen ein neues Spiel an. Und wir sehen einen weißen Bildschirm. Weißer, greller Bildschirm. Fran ist mitten in der Nacht aufgewacht. Why did you turn the light on all of a sudden? Warum hast du ganz plötzlich das Licht angemacht? To do this to me, you could have put me out of my misery. Mir das anzutun, du hättest mich von meinem Leid befreien können. Look, I'll try to think about it next time. Schau mal, ich versuche es das nächste Mal in Erwägung zu ziehen. Was ist mit ihrem Fuß da passiert? Du hast mir meine Augen rausgeblasen. Ich denke, ich werde mein Leben lang blind sein. Sehr lustig. The Bebop Shuttle has successfully taken off. Das Bebop Shuttle hat erfolgreich abgehoben. Its crew, mainly composed of scientists, seine Crew, die hauptsächlich aus Wissenschaftlern besteht, mission to find a planet that can be exploited for its resources. Die Aufgabe ist, nach einem Planeten zu suchen, der ausgebeutet werden kann, also dessen Ressourcen ausgebeutet werden können. Na, dann bis denn, Space Cowboys. The Forgotten have been blocking the factory for 1 month. Die Vergessenen haben die Fabrik für über einen Monat nun blockiert. Verdammt! Sind wir immer noch nicht fertig damit, von ihnen zu hören. Ein bisschen Musik wäre nicht schlecht. Komm schon! Stau, wir haben Arbeit vor uns. Ach, das ist der Hund, der dahinter schläft. Ich werde die Trommel auf seinem Kopf spielen. Mit deinem Mangel an Gehirn und deiner Metallprothese sollte es gut klingen. Hahaha. Lass mich ein bisschen lachen. Du kannst es ja versuchen. Sobald ich aufgestanden bin, werde ich dir in deinen Arsch treten. Ja. Ich kann nicht erwarten, das zu sehen. Nun, irgendwelche Ideen, was wir heute Abend machen sollen? Oder wie dieser Abend laufen soll? Du warst schon 2 Wochen hier. Du bist hier seit 2 Wochen. Du kennst die Routine inzwischen. Sorge einfach dafür, dass die Patienten sich komfortabel fühlen, während ich die Maschine anmache. Ach, ich mache mir keine Sorgen. Mein engelsgleiches Gesicht wird sich schon einlullen. Ja, ich weiß. Es ist ein Geschenk, dich den ganzen Tag zu sehen. Schau dich mal in der Klinik ein bisschen um und überprüfe, ob alles funktioniert. Und alles an seinem Ort ist. Nun gut. Okay, also wir können in der Gegend rumlaufen und wir können interagieren. Bernard's Whisky. Ein Glas ohne Boden, niemals leer, niemals voll. Er sollte keinen starken Alkohol trinken. Diese kleinen Computer sind wirklich praktisch.
Sie gestatten mir, ein bisschen über meine Umgebung zu lernen. Aber die Musik ist gerade extremst laut. Ich muss die mal ein bisschen runterdrehen. Sorry. So. Gut, so ist glaube ich viel besser. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Sie erlaubt mir ein bisschen mehr über meine Umgebung zu lernen. I even read Return of Obra Dinn. Ich habe sogar die Rückkehr von Obra Dinn gelesen. Was auch immer das ist. However, I'm not sure it was the best reading to fall asleep. Wobei ich mir nicht so wirklich sicher bin, ob es die beste Lektüre war, um einzuschlafen. So, okay, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Schön, dass ich hier dann nach unten laufe. Die Kaffeemaschine funktioniert super, genauso wie der Plattenspieler. May I change the music? Darf ich die Musik ändern? Wir ändern die Musik zu Little Valentine. Okay, ich ändere sie zu Little Valentine. Bernard sollte auch ab und zu mal andere Art von Musik anhören. Er scheint ihn nicht wirklich zu interessieren. Okay, hier ist alles in Ordnung. Und hier ist... Was genau? Da ist der da. Okay, das kann ich mir nicht angucken. Dann kann ich das da angucken. Mein geliebter kleiner Facehugger. Er sieht sauber aus und bereit eingesetzt zu werden. Dann können wir hier noch mit ihm ein bisschen reden. Beweg deine Beine und schau, dass alles in Ordnung ist. Hey, Friend, ich sehe den ersten Patienten auf der Kamera. Verdammt, ich wollte noch zur Tür rausgehen. Denk daran, dass er sich wohlfühlen soll. Okay, okay, okay. Ich gehe zur Tür. Du weißt, wie es funktioniert. Hm? Less stress, less danger. Weniger Stress, weniger Gefahr. Okay, keine Sorge. Guten Morgen, Ma'am. Please, bitte kommen Sie herein. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich meine Erinnerung kopiert haben möchte. Das macht mich ein bisschen nervös. Machen Sie sich keine Sorgen. Der Vorgang geht schnell und völlig ohne Schmerzen. Ihr Chip wird sie schlafen lassen, während wir ihn digitalisieren. Würden Sie etwas, wollen Sie etwas für Ihre Entspannung? Etwas Kaffee oder Tee? Nein, danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Je eher es erledigt ist, umso besser. Also, welche Erinnerungen sollen wir kopieren? Wann war das? Das war den letzten Mittwoch. Das war ein sehr, sehr spezieller Tag für mich. Ich möchte sie für jemanden kopieren, der mir sehr nahe steht. So, dass er die Erinnerung mal erben kann. Einfach für den Fall. Sehr gerne. Bitte kommen Sie mit mir. Bitte setzen Sie sich auf den Stuhl, atmen Sie tief durch und sobald Sie die Maske aufsetzen, wird der Digitalisierungsprozess schon zu Ende sein. Bitte setzen Sie sich. Geht es Ihnen gut?
Sind Sie komfortabel? Ja, sehr. Okay, es geht los. Super, Fran. Der Patient ist einer sehr guten Verfassung. Die Digitalisierung sollte ziemlich schnell gehen. Ich habe die Erinnerung gefunden. Lass uns loslegen. Ich habe allerdings eine Erinnerung, eine Frage, die mir durch den Kopf spukt. Hm? Wäre es nicht, vielleicht etwas genauer, unsere Patienten Klienten zu nennen? Ich meine, wir führen ja nicht wirklich eine medizinische Operation durch oder so. Wir kopieren Erinnerungen auf eine externe Unterstützung, auf einen externen Datenträger. Naja, ganz falsch liegst du damit nicht. Ich denke, es ist eine alte Angewohnheit. Ich finde es... und es fällt mir schwer, diese Angewohnheit abzulegen. Ich würde mich freuen, oder... Ich wünschte, es ginge mir ähnlich. So, das war's schon. Ich bin fertig. Hallo, nochmal, Madame. Oh, das war ja schnell. Es fühlt sich einfach so an, als hätte ich meine Maske gerade erst aufgesetzt. Habe ich Ihnen gesagt. Sie können nun aufstehen. Danke. Folgen Sie mir bitte und ich zeige Ihnen den Weg nach draußen. Kriegst du nichts irgendwie in die Hand gedrückt oder ein Papier oder so? Oh, was für ein Scatterhead. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das heißen soll. Oh, mit all diesen Emotionen habe ich vergessen, meine Erinnerung mitzunehmen. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie ist schon sicher bei Ihnen zu Hause. Aber wie? Ein Zauberer enthüllt niemals seine Geheimnisse. Okay, ich habe wohl keine Wahl, als Ihnen zu vertrauen. Also wünsche ich Ihnen einen schönen, angenehmen Abend. Lass mich die Tür für Sie öffnen. Guten Abend, Madame. Ihnen ebenso. Dankeschön und haben Sie einen angenehmen Trip. Nicht so schnell, Fran. Unser nächster Patient ist an der Tür. Sehr seltsam. Warum? Die Jacke, die er trägt, ist von der Regierung. Aber ich kann das Logo auf seinem Arm nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob er ein Kunde ist oder um uns Ärger zu machen. Wir werden immer noch auf uns aufpassen. Also wir werden immer noch wachsam bleiben, richtig? Richtig. Okay, und bitte schenke so viel Aufmerksamkeit zu jedem kleinsten Detail. Guten Abend, Sir. Bitte warten Sie nicht raus. Bitte kommen Sie herein. Guten Abend, Madame. Was bringt Sie zu unserer Klinik? Ich habe kürzlich einen Freund getroffen, der... ihr Etablissement für meinen Notfall empfohlen hat. Ihre Geschwindigkeit und Diskretion sind scheinbar unvergleichlich. Also es gibt keine weiteren wie diese. As far as discretion
is concerned, we need to have some gaps, otherwise who would come to us? Ja, jetzt frage ich mich. Also gut. Was ich jetzt halt nicht weiß ist, also ich kenne ja den ganzen Hintergrund nicht. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das, was ich da tue, ob das was Legales ist oder was Illegales. Ich weiß nicht, was man mit diesem Satz hier sagt. As far as our discretion is concerned. Soweit es unsere Diskretion zulässt, müssen wir ein paar Lücken berücksichtigen. Also müssen wir ein paar Lücken haben. Also unsere Diskretion darf nicht vollständig sein. Sonst, wer würde überhaupt zu uns kommen? Und das hier ist... Wer ist denn Ihr Freund? Ein ehemaliger Kunde? Oder ein ehemaliger Patient? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, was wir hier tun, legal ist oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal das sagen, ja, wir sind die Besten in unserem Feld. Kann alles heißen, ohne irgendwas zu sagen. Deswegen würde ich das jetzt fast mal machen. Aber ob das jetzt hundertprozentig richtig ist, keine Ahnung. Das ist genau der Grund, warum ich nach Ihnen gesucht habe und ich habe Sie gefunden. Nun, dann lassen Sie uns anfangen. Welche Erinnerung von wann sollten wir kopieren? This is an event that took place very recently. Es handelt sich um ein Ereignis, das kürzlich erst passiert ist. Heute erst, um genau zu sein. Wow. Nun gut. Bitte folgen Sie mir zu dem Stuhl. Bitte setzen Sie sich, atmen Sie tief ein und sobald die Maske aufgesetzt ist, wird der Prozess, der Digitalisierungsprozess auch schon zu Ende sein. Bitte setzen Sie sich. Geht es Ihnen gut? Sitzen Sie bequem? Yes, ma'am. Total. Alright. Dann geht's los. Okay, it's okay. He's connected. His condition is stable. Obwohl er ein sehr starkes Gefühl von Furcht hat. Nun, ich sollte seine Erinnerung finden. Sollte nicht zu lange dauern. Nun, es ist schon seltsam, eine Person wie diese in unserem Land zu sehen. Er ist nicht unfreundlich, aber er klingt wie ein schlechter Lügner. Ich frage mich, was mit der Erinnerung los ist, die er hier exportieren will. Oder extrahieren möchte. Warte mal, Fran, wir haben ein Problem. Ich brauche ein bisschen Ruhe, um zu denken. Was ist denn los? Ich kann seine Erinnerungen nicht... Ich kann nicht auf seine Erinnerungen zugreifen. Sag mal, dieses Tier da drüben auf der Couch. Ich frage mich, was das ist. Das ist irgendwie ganz seltsam. Die letzte, die ich gesehen habe, ist die Ankunft an der Klinik. Ist das ein Chip mit Sicherheitseinstellungen? Ja. Ich dachte, dieses Projekt wurde verlassen. Ich mag's nicht, aber ich werde eine Ausnahme von meinen ethischen Prinzipien machen. Wir müssen alle seine Erinnerungen lesen und
zurück zu dem Grund gehen, warum er hier gekommen ist. Du musst mir helfen, Fran. Als ich den Stuhl erzeugt habe, hatte ich Sicherheit im Sinn. Das ist der Grund, warum ich so eine effiziente Maschine erstellen konnte. It always works for some... works the same way, but this time it's up to us to find the right word. Es funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise, aber dieses Mal ist es unsere Aufgabe, das richtige Wort zu finden. You have to type a word, the bubble and the corresponding memory will automatically unlock. Wenn du ein Wort eingibst, die Blase und die passende Erinnerung werden sich automatisch offenlegen, also unblocken halt. The most right-handed memory bubble is the one we need to unlock. Die Erinnerung auf der rechten Seite, also die Erinnerung am weitesten rechts, ist diejenige, die wir entschlüsseln müssen. Ich vertraue dir, Fran. Bist du bereit? Immer. Und vergiss nicht, du kannst keine Nummern eintippen. Und wenn du Hilfe brauchst, tippe meinen Namen. Versuche Worte wegen seines Herkommens und seiner Condition. Okay. Loading Memories. Ongoing Transfer. Bernard. Okay, try words about his coming, his physique, or his mental state. If you need my help, just type Bernard. Okay. Gut. Da drüben ist ein Counter, es ist ein... Okay, Kopie NJ... Okay, Enter Command. Reason. Das Wort bringt gar nichts. Okay, wenn wir jetzt, Intention. It doesn't work. Okay, coming. Okay, machen wir mal 4. He left his job in a hurry to come here. But on the way he joined someone. A friend he mentioned earlier, I presume. Okay, dann sagen wir mal Job. Okay, dann sagen wir mal Friend. Ah, okay, der Counter auf der linken Seite, der geht runter. Sein Freund ist nicht irgendjemand. Es ist Gavel A. Eine mächtige Person, der eine Kampagne gegen den Chip führt. He told him about the events in the laboratory and fear about the future. That's why Gavel directed him to us. Er hat uns von den Ereignissen in dem Labor erzählt und hat Angst über seine Zukunft. Das ist der Grund, warum Gavel ihn zu uns geschickt hat. Okay, dann machen wir hier mal Laboratory. Future. Bernard. Okay, dann kann ich nochmal Friend sagen. Okay. Dann sagen wir doch hier mal Chip. Nein.
Health. Mind. State. Copy. Memory. Bernard. Also das war eigentlich... Okay, fangen wir nochmal mit 4 an. Jump, hurry. Someone, friend. Friend. Ah, his friend is Gavel. Dann fangen wir nochmal mit Gavel an. What? Was ist los? Ich verliere die Kontrolle. Der Chip ist überhaupt nicht stabil. Jetzt müssen wir es blind weiter versuchen. Und sei vorsichtig. Wenn du zu viele Fehler machst, wird das System uns auswerfen und sich selber zerstören. Versuch nochmal Gavel. Okay, wir versuchen nochmal Gavel. Gavel ist der Führer der Vergessenen, weißt du? Die Widerstandsgruppe. He's leading the conspiracy against the development of the chip. There's a lot of souvenirs on him. I'm hoping we can find some information. Okay. Gavel ist der Führer der... Vergessenen. Teil der Widerstandsgruppe. Er führt die Verschwörung gegen die Entwicklung des Chips. Es gibt eine Menge Souvenirs für ihn, die ausgeschrieben sind, also Bounty halt. Ich hoffe, wir können mehr Informationen finden. Also, kann ich jetzt forgotten sagen? Okay, Gavel. Kann mir sagen, Chip. Ja. Also ganz ehrlich, ich find's ein bisschen lächerlich. Ja, man kriegt so gut wie keine Hints. Ich meine, was soll ich denn wissen? Leader, Gavel. Vergessen? Resistance? Also ich meine, welche Assoziation soll man denn haben? Development? Mir geht's doch um ihn, um seine Erinnerung. Nicht um die Erinnerung... Okay, Resistance. Okay. Gavel? Okay. Conspiracy. Gavel und Ederal have done a lot of operations together. Gavel und Ederal haben eine Menge Operationen zusammen durchgemacht. They form a duo with more or less success due to their disagreements on some missions. They tried to block the factory attempt. SMI attacks in public areas penetrate security areas. Anything that can slow down the government to chip in. Okay, also die beiden haben halt eine Menge Operationen zusammen gemacht. Sie sind mehr oder weniger erfolgreich, weil sie sich halt bei manchen Missionen ein bisschen in die Haare kriegen und nicht sehr einig sind. Sie versuchen die Fabrik zu blockieren und versuchen mit SMI-Angriffen auf öffentlichen Plätzen und der Penetrierung von Sicherheitsgebieten alles Mögliche, was sie halt tun können, um das Chippen durch die Regierung zu verhindern oder herunterzufahren. So, das heißt, ich könnte jetzt mal sagen Factory.
Hey, das ist doch die Operation, von der Sie über das Radio gesprochen haben. Another action that brought together a lot of resistance fighters. Eine weitere Aktion, die noch mehr Widerstandskämpfer gebracht hat. The operation took place in two stages. Die Operation hat in zwei Phasen stattgefunden. Vorbereitung und Actions. Okay, die Vergessenen haben eine Blockade vorbereitet. Und zwar die der Fabrik, bei der halt die ganzen Chips gefertigt werden. Also, gut. Dann würde ich mal sagen, Blockade. Also, Factory. Ja. Actions. Fighters. Actions. Aua, das System wird noch unstabiler. Ja, ich weiß es. Ja, bla bla bla. Stages. Factory. Also ich weiß echt nicht, was ich da an Keywords rausziehen soll. Chip. Nee. Ja, halt doch die Klappe. Okay. Ich würde nochmal Factory sagen. Factory. Okay. Dann würde ich nochmal Conspiracy sagen. Okay, und da habe ich Factory. SMI. Okay, sagen wir mal Attacks. Verdammt, das System wurde zu unstabil und ist zerstört worden. Einige Dinge werden für immer versteckt bleiben. Nun, wir sollten zurück zur Arbeit gehen. Ja, toll, danke. Okay. Dann sagen wir nochmal Gavel. Okay, wir sagen nochmal Gavel. Okay, dann sagen wir Conspiracy. Und dann sagen wir Govern. Moment. Disagreement. Okay, Gavels Methoden wurden zunehmend aggressiv. Seit die Vergessenen gegründet wurden. He no longer hesitates to create mass operations that could endanger the population equipped with a memory chip. Er zögert nicht länger, Massenoperationen durchzuführen, welche diejenigen der Bevölkerung in Gefahr versetzen könnten, die bereits gechippt wurden.
All das soll dazu dienen, das Government zu destabilisieren. Okay, Government war aber kein Wort. Wenn ich jetzt nochmal Factory sag. Factory. Okay. Und wenn ich jetzt nochmal Conspiracy sage. So, Disagreements. Okay. Also, ich hatte Factory. Government klappt nicht. Okay, Ederl. Ach, rutsch mir doch einen Buckel runter, ey. Okay. Disagreement. Nochmal. Bla 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 bla. Aber das hat ja nicht. Okay, Factory. Das heißt, nach Factory müsste es weitergehen, weil bei Disagreement hatte ich ja noch keine. 2 von 10. 10 Errors nur. Boah, das ist ja... Okay. Operation. Ach, rutsch mir doch einen Buckel runter. Factory. Radio. Fighters habe ich schon ausprobiert. Stages habe ich schon ausprobiert. Preparations habe ich ausprobiert. Okay, ich mache jetzt Radio. Nicht. Preparations. Die Vorbereitungen waren kompliziert. Weil viele Leute gefunden werden mussten. Nein, warte mal eine Minute. Die Blockade war einfach nur eine Attrappe, also eine Ablenkung. The difficulty was not in this action. Die Herausforderung war nicht diese Aktion. The main objective of the operation takes place elsewhere. Die Hauptaufgabe der Operation findet woanders statt. Ederl had another mission to tail the plant technical director. Den technischen Direktor der Fabrik zu verfolgen. Okay, jetzt entweder Objective oder Director. Ich probiere mal Director. Objective. Preparations. Das ist so dämlich. Entweder Complicated Action oder Decoy. Ich probiere Decoy. The real purpose of the operation is only known to Gavel. Ederl must trust him completely to carry out this mission. Ederl was forced to lie to the resistance, regardless of the risks. Okay. Also. Die tatsächliche Gefahr der Operation war nur Gavel bekannt. Ederl musste ihm komplett vertrauen, um diese Mission auszuführen. Ederl war gezwungen zu lügen, war gezwungen, den Widerstand anzulügen, unabhängig von den Risiken. Risks. Ja, rutsch mir doch einen Buckel runter. Okay, Preparations. Preparations.
okay. Blockade war einfach nur was auch immer. Die Schwierigkeit war nicht diese Aktion. Plant. Natürlich nicht. Prep. Okay, machen wir mal Lie. Machen wir mal Fuck. Gavel. Rutsch mal den Puppel runter. Okay. Gavel. Bla 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 bla. Conspiracy. Okay. Disagreement. Disagreements. Okay, also das löst keine nachfolgenden Assoziationen aus. So. Das heißt, ich muss erstmal was anderes nehmen. Ich muss Factory nehmen, aber ich will erstmal Conspiracy. Okay. Success. Operations. Conspiracy. Okay. Dann bla bla bla. Form Duo. More or less success. Disagreements. Missions. Conspiracy. Also ich hack mich da jetzt durch. Ich mach das auch nochmal fünfmal. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr darauf. Weil, Penetrate. Weil es gibt da echt Worte, die sind echt schwer rauszufinden. Okay, also Factory. Bla bla bla. Radio war's nicht. Ja, ich weiß. Factory. Rutsch mal einen Buckel runter. Ta 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 ta. Prep. Preparations. Okay, blub blub blub. Had to be found. Wait a minute. Blockade difficulty. Was war da? Director war es nicht, Objective war es. Objective. Nein, war es nicht. Preparation. Wenn du das eh erkennst, dass es close ist, warum machst du es dann nicht? Bla 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 bla. Complicated, Blockade, Decoy war es. Decoy. Okay. Und dann sagen wir nochmal Preparations. Bla bla bla. Blockade ist es nicht. Difficulty. Nicht diese Action. Objective haben wir gemacht. Bla bla bla. Director. Operation. Das wird nicht klappen. Ja, natürlich klappt das nicht. Preparation. Preparations. Okay. Dann sagen wir People. People. Ja, rutsch mir doch einen Buckel runter.
Preparations. A lot complicated. Complicated. Also, Preparations haben wir gemacht. Decoy haben wir gemacht. The blockade is just a decoy. Adderall had another mission. To tail the plant's technical director. So, wenn ich Director mache, dann kommt nichts raus. Mission könnte ich ausprobieren, aber ich bin der Meinung, das habe ich auch schon gemacht. Operation habe ich ausprobiert. Objective haben wir gemacht. Complicated und Difficulty können wir noch machen. Blockade. Wir können Blockade noch ausprobieren. Blockade. Blockade. Es wird nicht klappen. Die Blockade mobilisierte ungefähr 20 Leute. Die Fabrik wurde evakuiert. Die Produktion wurde gestoppt. Aber ich verstehe es nicht. Adderall hat Gavel weggebracht. Warum würde er das tun? Wieso kann ich nichts finden? Okay, dann sagen wir mal Production. Okay. Also noch einmal. Komm, mach mal Mission. Gavel. Also da ist auf jeden Fall ein Bug in der Demo. Gavel. Bla 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 bla. Conspiracy. Factory. Dann wollte ich Blockade sagen. Weil ich sehen will, ob wir von Blockade weiterkommen. Nein, tun wir nicht. Also das sind Sackgassen. Gut. Das heißt, Factory, da müssen wir hier sagen Decoy. Okay. Aber ich würde nochmal Factory sagen wollen. Pam. Resistance, Operation, Play, Stages, Preparations. Preparations. Okay. Von Preparations brauchen wir noch ein zweites Wort. Elsewhere. Ah, rutsch mir da ein bisschen runter. Preparations. Preparations. Complicated, das hatte ich. Nö. Complicated. Hatte ich nicht ausprobiert. Complicated können wir ausprobieren. Blockade haben wir auch ausprobiert. Okay, also wir können nochmal ausprobieren. Ich schreibe mal ein paar Worte auf. Also. Difficult. Difficult. Complicated. Action. Objective, bla bla bla. Operation habe ich schon ausprobiert. Place können wir ausprobieren. Another mission. Tail the plant's
Technical Director. Okay, also dann fangen wir mal mit... Ach komm, scheiß drauf. Dann würde ich jetzt mal Place tippen. Natürlich nicht. Action. Natürlich nicht. Difficult. Natürlich nicht. Decoy. Prep. Prep. Preparation. So. Meine Fresse. Ich bin gerade leicht gereizt, weil, wie gesagt, ich kann im Prinzip jedes Wort... Also, es ist einfach nur Zufall. Es gibt hier nicht wirklich irgendwie etwas, wo man erkennen kann, was es ist. Preparations hatte ich gerade. Where complicated? Complicated ist es nicht. Because ist ein... Fuck you. Minute. Blockade hatte ich schon. Decoy hatte ich schon. Difficulty was not in this action. Hatte ich schon. Okay, ich kann jetzt noch sagen Objective. Objective. War's das nicht? Preparations. Ich dachte, Objective hätte mich vorher auch weitergebracht. Objective. Nee. Objektive. Habe ich getippt gehabt. Operation können wir noch ausprobieren. Ederal. Andere Mission. Mission habe ich auch schon ausprobiert. Action habe ich ausprobiert. Place habe ich ausprobiert. Difficult habe ich ausprobiert. Director hatte ich auch schon ausprobiert. Es gibt bloß noch Operation. Und das geht auch nicht. Ederal. Fuck. Okay. Friend. Friend. Gabel. Campaign. Friend. Events. Friend. Eine mächtige Person gegen den Chip. Laboratory. 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 Habe ich vorher vertippt oder was? Today seems to be a busy day in the laboratory. The D-Day for the new project of the chip. Project. The government work on the hive mind. It's the name of the new project. Okay. Hive mind. Eigentlich will ich das noch nicht machen. Eigentlich will ich das noch nicht machen. Eigentlich will ich jetzt Gavel tippen. Ich will diese Scheiße rausfinden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, halt die Fresse. So, wir fangen nochmal mit Gavel an. Was war's? Conspiracy. Ein Wort. Okay. Das andere war Disagreements. Disagreements. Okay. Conspiracy.
Okay, Iteral Operations. Nee. Habe ich schon ausprobiert gehabt, das funktioniert nicht. Duo Success habe ich ausprobiert. Disagreements Missions habe ich ausprobiert. Factory habe ich auch schon ausprobiert. Und Government. Habe ich auch schon ausprobiert. Ich meine, wir können es nochmal probieren, aber. Also, wir machen nochmal Factory. Okay, Radio hat nichts gebracht. Operation. Bla bla bla. Another action that brought together a lot of resistance fighters. The operation took place in two stages: preparations and actions. Preparations. So, dann wären wir hier bei Decoy. Das heißt also, ich muss von Preparations. Preparations. Sagen. Bla bla bla. Nein, eine Minute. Blockade Decoy. Difficulty. Okay. Also, Blockade war ja in Ordnung. Bla. Irgendwo. Elderel, another mission. Tail Plant Technical Director. Mission und Missions hatte ich schon. Blockade wusste ich schon. Okay. Leute evacuated, production stopped. Production has been stopped. Also eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, müsste es doch von Preparations weggehen. El Blockade itself Preparation sein. Preparations. Von da aus gehend. Okay, ich gehe nochmal zu Conspiracy. Operations together. Duo. More or less success due to their disagreements. Disagreements hatten wir ja schon. Block the factory. Attempt SME attacks, public areas. Penetrate secure areas. Ich muss nochmal Government probieren. Vielleicht habe ich mich letztens vertippt. Okay. Conspiracy. Conspiracy. Okay. Das
Einzige, was da als Hauptwort übrig bleibt, Success hatte ich auch schon mal, wäre Duo. Disagreements hatte ich, haben wir gefunden. Block gibt's später. Blockade. Attempt SME Attacks, was auch immer SME Attacks in Public Areas sind. Ich könnte Public ausprobieren, aber was soll der Witz? Ich bin der Meinung, Public habe ich schon ausprobiert. Okay, wir machen Factory. Nochmal, ich will wissen, ob da Blockade drin steht. Okay. Hey, ja, bla bla. Preparations and Actions. Okay. Dann muss ich nochmal Preparations sagen. Also die Blockade steht auf jeden Fall definitiv da drin. Blockade ist einfach nur eine Ablenkung. Place hatte ich jetzt schon ausprobiert, ne? Wenn wir können es mal ausprobieren. Wir können Tail ausprobieren, aber können Search ausprobieren. Ich probiere Tail. Ach, rutsch mir doch einen Buckel runter. Adderall was missioned by Gavel to retrieve information and access the brain. Also Adderall bekam die Mission von Gavel Informationen zu bekommen und das Hirn auf das Hirn zuzugreifen. It's the codename for the factory control room. Das ist der Schlüsselname für den Kontrollraum der Fabrik. Adderall knew the technical head personally. Adderall kannte den technischen Leiter persönlich. He must have owed Adderall a debt of gratitude. Er muss Adderall wohl irgendwas geschuldet haben. Sie haben sich in einer alten Bar getroffen. Adderall assured him that the employees would be treated well during the evacuation. Adderall hat ihm versichert, dass die Angestellten während der Evakuierung ordentlich behandelt werden. Daddy would see to it personally, dass er sich da persönlich drum kümmern würde. Okay, und denen ist etwas passiert. Employees. Nein. Tail. Tail. Brain. Tippen will man können. Gavel was present at the factory. He took that risk. Gavel war bei der Fabrik. Er nahm dieses Risiko in Kauf. They joined the brain and Gavel asked to stay outside to keep watch. Sie trafen sich mit dem Gehirn und Gavel hat Adderall gebeten, bitte draußen zu bleiben, um Schmiere zu stehen. Nun, die Fabrik war leer. Adderall spied on him through the keyhole and saw him using the peripheral on the central computer. Adderall hat ihn ausspioniert durch das Schlüsselloch und sah, wie er die Parameter auf dem Zentralcomputer genutzt hat. Als Gavel herauskam,
Bat er Iderell, die Blockade für eine weitere Woche aufrechtzuerhalten. Aber er sollte nicht vergessen, ihn in 3 Tagen zu finden. Okay. Factory. Risiko. Brain. Die Fabrik war leer. Keyhole. Also mein Keyword ist jetzt gerade Peripheral. Oder das Computer. Als Gavel herauskam, Blockade für noch eine Woche. In 3 Tagen. Also sage ich jetzt hier Peripheral. Computer. After Gavel's leaving, Adderall went into the brain. He tried to find out what his sidekick had done, but what? The data was corrupted. He won't be able to get anything more out of what Adderall saw. And to be honest, I'm not sure he even remembers. Well, the system looks stable now. You can keep exploring or you can hit quit to get out of here. Okay, dann hätten wir hier noch bei Conspiracy. Conspiracy. Bla 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 bla. Wir hatten Disagreements, wir hatten Factory. Wir können noch Duo ausprobieren. Duo. Adderall is Gavel's right hand man. Adderall is Gavins rechte Hand. Er war wie ein Schatten für eine lange Zeit. Lange vor der Zeit der Vergessenen. Es ist ein sich ergänzendes Duo. Gavel ist die öffentliche Figur in diesem Unternehmen und Adderall ist derjenige, der sich die Hände schmutzig macht. Okay, dann machen wir mal hier Enterprise. Ja, Duo, halt die Klappe. Long before the creation. Forgotten. Public figure. Okay, sagen wir hier mal dirty. Okay, sagen wir quit. Ist mir jetzt egal. Okay, dann sagen wir hier Project. Okay, dann sagen wir hier Hive Mind. Great, you managed to unlock the bubble you wanted. But that's terrible. We'll talk about this as soon as you leave the program. It's up to you to keep exploring to see if we can find any more details. Anyway, when you're done, type quit. Okay. Dann sage ich hier quit. So, what have you found? Also, was haben wir denn gefunden? Nun, die Regierung entwickelt ein Datencenter für den Chip. Im größten Geheimen. Die Installation des Chips war schon ein Kinderspiel. Die Aktualisierung der Chips wird vollkommen unerkannt von der Welt passieren. It only needs to be connected to any network. Es muss sich einfach nur mit irgendeinem Netzwerk verbinden. The uniqueness of people will disappear in favor of a single consciousness. Die Einzigartigkeit der Menschen wird verschwinden
Und zwar zugunsten eines einzigen Bewusstseins. Eine Art zentralem Gehirn, kontrolliert von der Regierung. Wir steuern auf große Probleme zu. Wir werden unseren neuen Freund hier rausschaffen. Hallo nochmal. Wir von dem Blick auf Ihre Gesichter denke ich, Sie haben die Erinnerung, die zur Debatte stand, gefunden. Wir wollen keine Probleme. Macht euch keine Sorgen. Mein Freund hatte recht. Ihr seid die richtigen Leute für uns. Lass mich mich vorstellen. Mein Name ist Ederel. Was sind die Pläne der Regierung für das Hive Mind Projekt? Warum bist du zu uns gekommen? Da die Regierung will jegliche menschliche Individualität auslöschen. Die Kontrolle der Leute, um die Gedanken und Erinnerungen der Menschen zu kontrollieren. Die beste Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass eine Person verschwindet, ist dafür zu sorgen, dass die gesamte Welt sie vergisst. Um deine Aktionen oder deine Taten zu kontrollieren, dass du sie auch vergisst. Dafür zu sorgen, dass du den Schmerz vergisst, nachdem du verletzt wurdest und so weiter. Das ist einfach nur die Spitze des Eisberges. Der Beginn der Auslieferung. Warum hast du einen Sicherheitschip? Nun, anhand meiner Jacke kannst du erkennen, dass ich die Regierung infiltriert habe. Unglücklicherweise habe ich nicht gewählt, meinen Chip zu sichern. Sie haben es geschafft, ihn direkt zu aktualisieren. Deine Fähigkeiten und die Maschine, die du gebaut hast. Du bist nicht einfach nur ein weiterer Kopist. Du hast eine Maschine erzeugt, die in der Lage ist, Chip-Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Sie ist außerdem in der Lage, Erinnerungen unabhängig voneinander zu lesen. Deine Reputation eilt dir voraus. Das ist der Grund, warum wir dich ausgewählt haben, warum wir beschlossen haben, dich zu treffen und dich zu testen. Wer ist wir? Gavel und ich sind die Führer der Gruppe, die Vergessenen. Für einige Zeit haben wir der Erzeugung oder der Schaffung des Projekts Hive Mind gefolgt. Sind wir gefolgt. That is why I infiltrated the government. Das ist einer der Gründe, warum ich die Regierung infiltriert habe. Und unsere Befürchtungen haben sich als wahr herausgestellt. Wir wollen und wir müssen diesen Wahnsinn stoppen. Und wie habt ihr das vor? Der Ort des Datencenters und die Projektführer oder die Projektleiter sind unbekannt. Nun, zumindest nicht von den normalen Wissenschaftlern.
We're gonna have to turn up the Hydra and cut off its head. Wir müssen herausfinden, wo sich die Hydra bewegt und ihre Köpfe abschlagen. Und da kommst du ins Spiel. Not in the decapitation. The rest assured. Rest assured. But in the search for those heads. Nicht bei der Enthauptung. Da kannst du ganz beruhigt sein. Aber wegen der Suche nach den Köpfen. To do this, I can send you people whose memories will have to be thoroughly searched. Um das zu erledigen, kann ich dir Menschen schicken, deren Erinnerungen gründlich durchsucht werden müssen. And try to follow the trail. Und versuche, dem Pfad zu folgen. We hope you will find the location as soon as possible. Wir hoffen, dass du diesen Ort so bald wie möglich finden wirst. We have a sword of Damocles over our heads. Wir haben Damocles Schwert über unserem Kopf. And the worst part is that when it falls, we won't even feel it. Und das Schlimmste daran ist, wenn es fällt, werden wir es nicht mehr mitkriegen. If you join us, you can convince a specific scientist to come here. If you join us, I can convince a specific scientist to come here. Wenn du bei uns mitmachst, dann kann ich einen bestimmten Wissenschaftler überzeugen, hierher zu kommen. She is working in secret on a way to enter virtually into memory bubbles. Sie arbeitet an einer Methode. Im Geheim arbeitet sie an einer Methode, um virtuell in Erinnerungsblasen vorzudringen. The chip records everything down to the last detail. You'll find things to exploit. Der Chip zeichnet wirklich alles bis ins letzte Detail auf. Du wirst einige Dinge finden, die du ausnutzen kannst. Bitte tritt uns bei. Wir können nicht die individuelle Freiheit aller Menschen aufgeben. Sklaverei ist keine Option für uns. Und tief in dir weißt du es. Manipulation hat niemals zu etwas Sinnvollem geführt. You certainly are the only people who can help us in a peaceful way. Du bist sicherlich die einzige Person, die uns auf friedliche Art und Weise helfen kann. Also, wirst du uns helfen? Wenn ich ein zweites Mal meine Hände schmutzig machen muss, für das, was für mich richtig erscheint, dann werde ich es tun. Wie schaut's mit dir aus, Fran? Ja, klar. Natürlich, das wird eine Gelegenheit sein, meine Geschichte neu zu schreiben. Danke. Willkommen bei den Vergessenen. Das Netzwerk ist nicht so allumfassend, aber wir haben eine Menge Einfluss. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass der Wissenschaftler, von dem ich dir erzählt habe, hier so bald wie möglich herkommt. Ihr Name ist Birne, also Pia. I'll ask her to introduce herself when she comes. Ich werde sie darum bitten, sich vorzustellen, sobald sie herkommt. Ich werde nicht länger hier bleiben. Ich muss mich mit Gavel treffen. Okay. Wenn du mich kontaktieren musst, zögere nicht. Okay. Wir werden warten und von dir so früh wie möglich hören. Guten Abend. Du auch. Also dir auch.
Ich muss hier raus und ein bisschen nachdenken. Ja, das war ein ganz schöner Hammer für... Also, ganz schön viel Information auf einmal. Komm, lass uns gehen. Ich zeig dir einen meiner Lieblingsplätze. Wir gehen zur Bluthurf... Hof... Hurf heißt wahrscheinlich Hufe, oder? Bluthufenbar. Da wird es uns gut gehen. Okay, lass uns gehen. Don't forget me. The Moon Pirate, thank you for playing the demo. Oh, vergiss mein nicht. We hope you enjoyed it. Feel free to follow us on Twitter, the Moon Pirate at the Moon Pirates, and wishlist the game. See you later for the release. So, persönliche Meinung. Interessantes Thema. Definitiv. Könnte eine geile Story werden. Ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt. Haha, ich weiß es nicht. Diese ganzen Wortklaubereien fand ich ein bisschen affig. Also, das ist halt mehr wirklich so Lucky Guesses, so von wegen Konzentrierung, bla bla bla, ist es Blödsinn. Das war an manchen Stellen schon ein bisschen ätzend. Aber gut, so ist dieses Spiel halt. Ich freue mich, dass ihr die Demo mit mir durchgespielt habt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Wenn euch das Spiel gefallen hat, wenn euch das Gameplay gefallen hat, wenn ihr sagt, hey, ihr könnt es alles viel besser, wishlist das Spiel, geht zu Twitter, joint die Entwickler, und so weiter. Ich bin hier an dieser Stelle raus, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, cheerio mit O, auf Wiedersehen und ciao.